Wow, eine tolle Lichtshow. Da bekommt man schon beim Reinkommen Kopfweh. Als ich dich in den Tempel der dunklen Seite geschickt habe, den Brecher zu holen, dachte ich, ich hätte dich zum letzten Mal gesehen, mein Schüler. Der Gefangene wird immer schwächer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Tritt zurück und sieh zu. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich werde nicht. Ja, der Brecher hat seinen Geist gewonnen. Ausgezeichnet. In seinem Zustand bleibt nicht viel Zeit, bis die Qual sein Hirn zum Schmelzen bringt. Er ist wahrlich ein Abbild quälenden Leids. Ich habe seinen Widerstand so lange erduldet. Der Anblick beschwichtigt meine Augen. Republikanischer Wurm, du hast die Information, die ich verlange. Sag mir alles! Ich bin vom Informationsdienst der Republik auf spezieller Mission, um einen möglichen imperialen Spion auf Nar Shaddaa zu enttarnen. Im Dienste des Jedi-Rates auf einen Verdacht von Meister Nomen Kar hin. Nomen Kar, das ist ein Name, den ich nicht mehr hören kann. Lasst ihr mich im Dunkeln, alter Mann? Nomen Kar ist ein Jedi-Meister, der die Sith infiltriert hat. Ich konnte ihn stellen, doch er tötete mich beinahe und floh. Er will unbedingt beweisen, dass die Sith Spione in den Rängen der Republik und der Jedi haben. Ich konnte ihn stets abwehren, doch er ist hartnäckig. Wie konnte Nomen Kar meinen Spion auf Nar Shaddaa vermuten? Sag es mir, republikanischer Wurm. Was hat ihn alarmiert? Meister Nomen Kar hat einen neuen Padawan. Sie scheint das Wesen aller Lebewesen zu erkennen. Sie spürt versteckte Dunkelheit und ungenutzte Reinheit. Erstaunlich. Ich habe nie gehört, dass die Macht diese Gabe verleiht. Sag mir, wie ihre Kraft funktioniert. Ich weiß nur, als Meister Nomen Kar sie nach Nar Shaddaa gebracht hat, spürte sie Dunkelheit in eurem Spion, als sie ihn bloß angesehen hat. Das ist eine ernsthafte Bedrohung. Das ist der Untergang, den ich gespürt habe. Die Erschütterung der Macht. Wenn diese junge Padawan-Schülerin Täuschung und Tarnung so leicht durchschauen kann, bedroht sie alles, wofür ich gearbeitet habe. Rede weiter, republikanischer Hund! Karl glaubt, dass die Fähigkeit seines Padawan unfehlbar ist. Doch der Jedi-Rat ist skeptisch. Ich sollte den Beweis liefern, doch ich konnte keinen Bericht erstatten. Wir müssen diese Jedi in der Ausbildung töten. Ja, mein Schüler. Eine solche Gefahr darf nicht einfach in der Galaxis verweilen. Wer ist diese Padawan-Schülerin, du republikanische Pest? Sag mir alles, was du über sie weißt. Man fand sie auf Alderaan. Ihre Kraft trat während der Ausbildung auf Tatooine in Erscheinung. Und Jedi haben einen anderen Agenten geschickt, um jemanden auf Balmorra zu untersuchen. Er wird ohnmächtig. Ist sie menschlich oder ein Fremdling der Jedi? Wo kann ich sie finden? Wie heißt sie? Ich habe nichts. Nichts mehr. Der Brecher.
Sprecher hat seinen Geist gelehrt. Mehr erhalten wir nicht. Nur ein paar zufällige Orte der Galaxis, an denen Nomen Kar und seine Padawan-Schülerin waren. Bestenfalls vage Einzelheiten. Auf uns wartet Arbeit. Du bist ein Spiegelbild meiner Gedanken, mein Schüler. Nomen Kar ist ein rastloser Kreuzritter. Und diese Padawan-Schülerin mit ihren einmaligen Fähigkeiten bedroht alles, was ich erreicht habe. Deine Pflichten bringen dich wahrscheinlich in die entfernten Teile der Galaxis. Ich muss dich nach meinem Willen einsetzen. Du sollst ein eigenes Raumschiff erhalten. Du hast es dir verdient. Geh zu meinem privaten Hangar im Raumhafen und nimm es entgegen. Und ob ich es mir verdient habe, das ist lange überfällig, Baras. Ich bin es, der den Zeitpunkt solcher Sachen bestimmt. Ich muss über unseren nächsten Schritt nachdenken. Verschwende keine Zeit. Geh zu deinem Raumschiff in meinem Hangar und warte auf weitere Befehle. Ja, lasst uns verschwinden, bevor er mir noch sagt, ich soll hier sauber machen. Mit uns legt sich besser niemand an. Wow, seht euch das an. Das nenne ich stilvoll.